Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein, 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 sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Was? Enthüllung. 3 Stunden bis zum Morgen. Benutz die! Und verschwinde schnell von hier! Sofort! Was? Oh shit. Oh shit. Oh Mann. Okay. Und damit herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Oh mein Gott. Okay, los geht's. Ja, Enthüllung, vielleicht sogar das letzte Kapitel hier in diesem doch sehr spannenden Spiel, das gerade in den letzten Minuten vieles Neues ans Tageslicht gebracht hat. Einiges konnten wir erahnen. Anders wiederum war überraschend. Fakt ist, Josh lebt. Er hat alles inszeniert. Er wollte sich rächen wegen dem Tod seiner Schwestern. Wollte den Freunden mal so einen richtigen Schrecken einjagen. Allerdings hat er nie vorgehabt, jemanden zu töten dabei. Tja. Interessant eigentlich, wenn man sich das so überlegt, ne? An wie vielen Stellen man dann eigentlich hätte nicht sterben können. Aber wären da nicht diese Viecher? Diese mutierten Dinger? Man weiß nicht genau, was es ist. Und wir hatten, also beziehungsweise ich, ja, oder ein Teil von euch hatte jedenfalls auch richtig gelegen mit der Tatsache, dass dieser Flammentypi auf unserer Seite ist. Das ist ein guter Kerl. Der wollte auch den Zwillingen helfen. Gegen diese Viecher, die anscheinend lichtscheu sind oder Angst vor Flammen haben. Sehr interessant. Und die, nehme ich mal stark an, sind auch für den Tod für Jess verantwortlich und für den Tod von Matt. Das alles läuft außer Ruder. Und Emily ist ganz allein hier in den Minen. So. So viel dazu. Mal gucken, wie das Ganze jetzt weitergeht. Komm schon. Blackwood-Minen. Dieser Teil der Minen ist kürzlich eingebrochen. Bitte kontaktieren Sie Vorarbeiter H. Tanner. Card enthält nähere Details. Okay. Gut, ich nehme an, ich muss da hinten hin, wo es leuchtet. Deswegen, ich gucke erst nochmal auf der rechten Seite. Okay, ich weiß nicht genau. Vielleicht muss ich auch dahin. Ah, nee. Da ist nur ein bisschen was. Okay, mal schauen. Was haben wir denn da? Billy Bates, Sprengtruppe, Northwest-Minen, Alberta. Hey Billy, ich hatte viel Spaß. Komm vorbei, wenn du mal in Calgary bist. Loretta. Okay, noch etwas? Nee. Tja, dieser Billy... Vielleicht ist das Billy, der uns da geholfen hat eben. Wer weiß. Aber interessante Auflösung. Wer hätte das gedacht? Die ganze Zeit denkt man hier an einen Psychopath. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sich hier um diese Wesen handelt. Was haltet ihr davon? Seid ihr damit zufrieden, dass es sich so jetzt entwickelt hat? Hättet ihr lieber eine Psycho-Story gehabt? Hättet ihr lieber eine Geister-Story gehabt? Die Sache mit den Geistern war natürlich, ne? War alles nur gespielt und inszeniert von Josh. Auch das hat sich nicht bewahrheitet. Am Hexenbrett hat er natürlich auch manipuliert, ist klar. Erstklassige Show, die er da abgeliefert hat.
Ach, das passt alles so, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt. Das ist echt gut gemacht. Aber gut, konzentrieren wir uns jetzt auf das Hier und Jetzt. Emily ist nach wie vor in Todesgefahr. Das wird uns bestimmt auch dieses Totem so halb verraten. Glückstotem. Sieht so aus, als hätte Mike noch, wird Mike noch mal geprüft, ob er sich wirklich zusammenreißen kann mit der Waffe. Also ich sag's mal so, Josh ist echt durchgeknallt, aber er ist kein Mörder. Und ich werde versuchen, wenn es mir möglich ist, ihn deswegen nicht zu töten. Okay, weiter. Oh, das sieht aber gefährlich aus da links. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht zusammen. Okay. Gibt's denn eine Leuchtfackel unterwegs? Sind wir vielleicht gegen die Viecher geschützt? Oh, habt ihr das gesehen? Okay, okay. Vorsichtig. In die Richtung, oder? Ne, da geht's gar nicht lang. Okay, dann da lang. Da war eben ein Licht. Was können wir da machen? In Spalt, okay. Okay, okay, hier muss es lang gehen. Alles klar. Shit! Oh, ich hab doch gedrückt. Was ist das? Oh. Nein. Oh, scheiße. Nein. Oh Gott, sind die eklig. Ja, hopp, mach schnell! Oh shit. Oh Gott, ich hoffe, ich habe mich mit nichts infiziert. Oh Gott. Okay, okay. Reiß dich zusammen, Em. Ich drücke über die falschen Tasten. Ich könnte mich hauen. Okay. Oh, es kam schon. Ich würde lieber abspringen. Ja, mach zu. Geh da weg. Unfassbar. Unfassbar, wie ich mich heute verdrückt habe, ey. Was war denn da los? Ging ja gar nichts. Ah.
jetzt? Lass mich rein! Lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Mach die Tür zu! Oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Etwas. Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Monster. Warte. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist und was. Was? Ganz ruhig. Es war Josh, das war alles nein, nein, Josh. Nein, 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 hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komme nicht mit, der Turm ist umgefallen? Denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Ah. Hey, gib mir die Pistole. Du überwältigst doch jeden nur mit deinem Aussehen und Muskeln und so. Also, ich brauch die Pistole. Oh. Ja. Wenn du das so sagst. Hier. Schieß dir nicht in den Fuß. Witzig. Ich lach mich gleich tot. Ja, weil ich hab lieber die Kontrolle über den, über die Waffe, weil ich glaube nicht, dass der hinter der Tür jetzt unbedingt ein Feind ist. Das ist eventuell unser, ja, Kumpel mit den Flammen, der uns ja schon geholfen hat. Ja, jetzt wissen wir endlich, wer hinter den Morden etc. steckt. Es ist Gollum. Sorry, aber die sehen schon ein bisschen Gollum-artig aus, ne? Gut, sie sollen wahrscheinlich mutierte Menschen oder irgendwie sowas darstellen. Kennt man ja aus so Filmen wie Wrong Turn zum Beispiel. Das waren doch auch so mutierte Viecher, oder? Oder noch so ein Film, der in den Schluchten da, in diesen Höhlen da gespielt hat. Okay, ja, ich mach ja weiter. Also machen wir auf. Ah, shit! Chris, hey, schieß auf ihn! Nein, wir schießen nicht. Sie können nicht... ja, sie können. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los! Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt ihr da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na, sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße.
müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Alles klar. Okay. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie geht? Wendigo also. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Habe ich nicht gefragt. Ja, gute Antwort. Ja, da ist unser Freund, da waren wir schon mal. Wissen wir natürlich. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Okay, sehr interessant. Ja, wer hätte das gedacht nach den ersten, ich sag mal, 20 Parts, dass es sich hier letztendlich um ein übernatürliches Wesen, um Wendigos handelt, um einen Fluch, die durch Kannibalismus... Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit in ihnen? Ein paar Dinge sind noch da. Ich meine, sollte man sie dann töten? Vielleicht kann man sie heilen, oder... Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man sie dann verletzen? Wenn du einem gegenüberstehst, heißt es du oder er. Spiel ruhig den Moralapostel. Das machst du bestimmt nicht lang. Ja, das ist alles sehr spannend. Also jetzt erklärt sich auch die Sache mit den Bergarbeitern, die ja natürlich überlebten, indem sie... voneinander gegessen haben und dann eben auch diesen Fluch erlitten,
und zu Wendigos zum Teil wurden. Da ist bestimmt nichts mehr Menschliches davon übrig, wie man gesehen hat, wie bestialisch die töten können. Sehr spannend, das Ganze auf jeden Fall. Muss man halt so, ne, ist halt Geschmackssache. Findet man jetzt diese Wandlung gut, dass es hier um Wendigos geht? Aber ganz ehrlich, ich finde die Inszenierung so gelungen, letztendlich, ich finde es gut. Ich finde es sogar richtig gut, dass, weil man hat ja gedacht, oh, ich habe es schon durchschaut, ne? Josh wird wahrscheinlich dahinter stecken, aber jein, es gab ja noch so viel mehr. Mal schauen, ob Josh noch da ist. Dem Kerl fühlt man sich natürlich irgendwie total sicher, ne? Aber auch ein interessanter Tipp, ne? Wenn man stehen bleibt, können sie einen nicht registrieren. Das ist sehr interessant. Sie können einen da nicht wahrnehmen. Das werde ich mir merken. Verdammt! Gut, die Tür ist zu und ob wir Josh retten können, werte Freunde, das sehen wir erst das nächste Mal. Das tut mir leid. Bis dahin, wenn es wieder heißt Let's Play Until Dawn.